Hallo, mein Name ist Herr Rötler und heute zeige ich dir hier, wie du gut üben kannst. Es gibt ja ein anderes Video, dort kannst du lernen, wie man rechnet. Hier geht es einfach um das Üben. Üben ist sehr wichtig, denn gutes Rechnen, gerade mit den kleinen Zahlen, heißt, man muss die Ergebnisse wissen. Und wie das geht, das lernst du hier heute bei den Zahlen bis 5. Du brauchst heute gar kein Material. Ich habe diese Würfel mitgebracht. Wenn du das Spiel alleine machen willst, mit einem Freund, mit deinen Eltern, suchst du dir irgendwas, was du so gut unter die Hand nehmen kannst, wie ich hier meine Würfel. Und dann kannst du das Gleiche auch zu Hause machen. Wir fangen an. Hier sind 2 Würfel. Wie viele Würfel sind unter meiner Hand? 2. Wie viele sind jetzt unter meiner Hand? Nur noch einer. Wie viele sind unter meiner Hand? 2. Wie viele sind unter meiner Hand? Gar keiner, weil alle liegen hier. Wie viele sind unter der Hand? 2. Wie viele sind unter der Hand? 0. Wie viele sind unter der Hand? 1. Bei diesem Spiel geht es darum, dass ich dir zeige einen Teil der Zahl und du musst immer den anderen sagen. Sag einfach, was unter meiner Hand ist, bevor ich es gesagt habe. Nochmal ganz schnell. Was ist unter der Hand? 2. Was ist unter der Hand? 1. Was ist unter der Hand? 0. Was ist unter der Hand? 1. Du kennst die Bausteine der 2, jetzt kommt die 3. Hier sind 3 Würfel. Wie viele Würfel sind unter meiner Hand? 3. Wie viele sind unter der Hand? 2. Wie viel sind unter der Hand? 1. Wie viel sind unter der Hand? 3. Wie viel sind unter der Hand? 0. Wie viel sind unter der Hand? 2. Wie viel sind unter der Hand? 3. Wie viel sind unter der Hand? 1. Wie viel sind unter der Hand? Entschuldigung. 2. Jetzt sind es 2. Wie viel sind unter der Hand? 3. Wie viel sind unter der Hand? 0. Wie viel sind unter der Hand? 1. Gut. Achtung. Wir machen es etwas anders. Wir nehmen nochmal die 2. Aber ich nehme sie nicht unter der Hand. Ich sage dir die eine Zahl. Ich sage die Zahl, die du siehst. Und du musst sagen, was du nicht sehen würdest. Achtung. Mal gucken, ob du das kannst. Wenn ich einen sehe, ist unter der Hand 1. Genau. Du musst immer die andere Zahl sagen. Wir machen es zur 2 erstmal zum Kennenlernen. Ich sage 1, du sagst auch 1. Ich sage 0, du sagst 2. Wenn man nichts sieht, sind 2 unter der Hand. Ich sage 2, du sagst 0. Ich sage 1, du sagst 1. Achtung, das gleiche mit der 3. Jetzt spielen wir es mit der 3. Ich sage eine Zahl. Du sagst die Zahl, die der andere Baustein ist. Wenn ich 1 sage, sagst du die 2. Wenn ich 2 sage, sagst du die 1. Wenn ich 0 sage, sagst du die 3. Wenn ich 3 sage, sagst du die 0. Immer der andere Baustein. Die beiden zusammen geben die 3. Ich sage 2. Du sagst 1. 0. 3. 3. 0, 1, 2. Ich sage 2, du sagst 1. Ich sage 2, du sagst 1. Ich sage 0, du sagst 3. Okay, Achtung, wir machen das gleiche mit 4. Erst zum Angucken und dann wieder nur mit Worten. Achtung, hier sind 4 Würfel. Wie viel sind unter der Hand? 4. Wie viel sind unter der Hand? 2. Wie viel sind unter der Hand? 3. Wie viel sind unter der Hand? 1. Wie viel sind unter der Hand? 2. Wie viel sind unter der Hand? 4. Wie viel sind unter der Hand? 0. Wie viel sind unter der Hand? 1. Wie viel sind unter der Hand? 2. Wie viel sind unter der Hand? 1. Wie viel sind unter der Hand? 3. Siehst, die 4 hat den Baustein entweder 1, 3
oder 2-2 oder 0-4. Achtung, wir machen es ohne Würfel. Ich sag 0, du sagst 4. Ich sag 3, du sagst 1. Ich zeige dir die vier Würfel dazu, dann kannst du nochmal gucken. Ich sag 2, du sagst 2. Ich sag 3, du sagst 1. Ich sag 4, du sagst 0. Ich sag 0, du sagst 4. Jetzt ohne Würfel. 2, 2 ist richtig. 3, 1 ist richtig. 1, 3 ist richtig. 0, 4 ist richtig. Achtung, das letzte für heute. 5 Würfel. Wie viel sind jetzt unter der Hand? 4. Wie viel sind jetzt unter der Hand? 2. Wie viel sind jetzt unter der Hand? Alle 5. Wie viel sind jetzt unter der Hand? 2. Wie viel sind jetzt unter der Hand? 4. Wie viel sind jetzt unter der Hand? 1. Wie viel sind jetzt unter der Hand? 2. Wie viel sind jetzt unter der Hand? 3. Achtung! Die Bausteine von der 5 ist entweder die 1 mit der 4 und die 4 mit der 1 oder die 2 mit der 3. 2 und 3 bauen die 5. 4 und 1 bauen die 5. Ich sage eine Zahl, du sagst die andere. Ich zeige dir die 5. Ich sage 1, du sagst 4. Ich sage 4, du sagst 1. Ich sage 2, du sagst 3. Ich sage 3, du sagst 2. 5, 0 ist der Partner. 0, 5 ist der Partner. 2, 3, 4, 1 ist der Partner. 1, 4 ist der Partner, 3, 2 ist der Partner. Dieses Video kannst du dir wieder anschauen. Mach das, bis du ganz schnell und sicher die Partner von der 2, von der 3, der 4 und der 5 kennst. Und wenn du das kennst, dann kannst du im nächsten Video das Rechnen bis 5 üben. Du solltest dir vorher aber in der anderen Playlist erst die ersten beiden Videos, was sind die Zahlen, was heißt Rechnen und wie geht Rechnen bis 5, anschauen. Dort wird das nämlich ausführlich erklärt. Dieses Video ist nur zum Üben. Ich hoffe, du hast Freude daran und du lernst die Zahlen hier gut kennen. Wer die Zahlen gut kennt, der kann auch gut rechnen. Auf Wiedersehen.